Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einem Punkt möchte ich mich sofort der Kollegin Vogt-Küppers anschließen. Liebe Frau Bunse, eigentlich wollte ich über Ihren Antrag zunächst reden. Und der war wesentlich sachlicher und nach vorne prozessgerichtet als das, was Sie hier eingebracht haben. Ich dachte, wir müssten in dieser Pauschalität, tragen Sie das hier nicht vor. Ich will noch mal darauf eingehen, die Frage, lassen wir die Kommunen alleine? Ich erinnere an das Inklusionsleistungsgesetz, was jährlich evaluiert wird, wo Schulträgeraufgaben konnexitätsrelevant anerkannt sind, wo in der Frage der multiprofessionellen Teams und auch der Möglichkeit der Kommunen aus den 10 Millionen dann auch zum Beispiel Schulassistenz nicht nach SGB, sondern als Unterstützungsfunktion und Struktur zu etablieren, auch jährlich drüber geguckt wird. Ich darf Sie daran erinnern, dass im letzten Jahr 8,6 Millionen erst abgerufen wurden aus dem ersten Fonds. Also so viel einmal zu diesen Dingen. Das Zweite ist, Sie wollen ja sicherlich nicht sagen, dass das Land jetzt auch noch die Aufgaben der Jugendhilfe übernehmen soll. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann können wir mehr zu dem Antrag zurückkommen. Und ich würde Sie auch bitten, nicht in der Pauschalität das, was an Befragungen oder Pressemitteilungen dann so kommt, auch so zu übernehmen. Müssten wir nämlich auch mal diskutieren, weil ich finde das schon ganz bemerkenswert. Da ist zum Beispiel Herr Meidinger auf der Bundesebene, der fordert jetzt in der Frage der Flüchtlingskinder, die zu uns kommen, sollten 3.000 Stellen eingerichtet werden und Pädagogen. Die Landesregierung wird, wenn sie im Dezember den Haushalt beschließt, im Haushaltsjahr 2015 und 2016 über 5.700 neue Stellen geschaffen haben, die allen Kindern in Nordrhein-Westfalen zugutekommen. Wenn nicht das ist nach der Logik des VBE, den ich sehr schätze, damit wir uns da nicht missverstehen. Ich schätze den VBE sehr in der fachlichen Diskussion. Aber die fordern am einen Tag 3.000 Stellen. Wenn das Land sie einrichtet, haben wir am nächsten Tag die Forderung von 6.000 Stellen. Da ist schon manchmal also ein bisschen die Rationalität nicht mehr im System. Also dafür würde ich mir einen anderen Diskurs mal darüber wünschen. Frau Kollegin Bär, aber herzlich gerne. Jo. Gut, da kann ich einen Schluck trinken. Halt. Erst. Nein, jetzt müssen Sie erst drücken. Wir müssen bitte drücken. Nicht mich den Knopf. Nein. So. Und jetzt. Nicht mich. Das kann natürlich nach der Debatte auch passieren, aber. Ja, ich hoffe drauf, das, ja. Wäre außerhalb des regulären Verfahrens, aber immer ein nettes Zeichen, Frau Kollegin Dr. Bundesrat. Und wenn wir jetzt in der Schule wären, Frau Bär, dann würden Sie mich tadeln, weil ich den Platz gewechselt habe. Ich habe aber noch mal eine Frage. Der Präsident. Ach so, gut. Ich habe aber. Ja, aber manchmal tritt die so auf. Ich habe noch mal einmal eine Verständnisfrage, Frau Bär, damit wir beiden uns einigen. Ne? Ja. Der VBE, den finde ich nicht pauschal in seinen Aussagen, den finde ich sehr konkret. Und ich hoffe sehr, dass Sie mir da zustimmen. Dann sind wir uns einig. Ich habe gerade gesagt, den VBE schätze ich sehr. Wir müssen nur mal gucken, was die Fragen und wie man mit Forderungen, Stellenforderungen und so umgeht. Und Sie haben sehr pauschal über Befragungen und Presseerklärungen hier miteinander geredet. Ich glaube, da muss man differenzierter drauf schauen. Und dann habe ich Ihnen auseinandergesetzt, das, was wir erleben in den Stellenforderungen und gegenüber dem, was das Land dann hier auch da tut. Und da erlebe ich, wie wird das gesehen und dass wir am nächsten Tag dann nochmal die doppelte Stellenforderung plötzlich auf dem Tapet haben. Das kann man eigentlich auch realistischerweise überhaupt nicht mehr erfüllen. Und ich bin sehr dafür zu gucken, wie sind die Schulen ausgestattet, wo ist das in der Entwicklung für die Schülerinnen und Schüler. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, da klafft das Wünsch dir was und das wirklich Notwendige doch deutlich auseinander. Das ist, jetzt kann Frau Korte ja auch gleich nochmal, die zuckt ja schon. So, also von daher müssen wir das nebeneinander legen und sehen Sie sich da mal bitte in der Verantwortung. Und deswegen darf ich an der Stelle auch noch mal darauf hinweisen, was Sie in einer der letzten Debatten gesagt haben. Da haben Sie zum Beispiel noch mal betont, wie wichtig das wäre, die Schwerpunktschulen stärker zu entwickeln. Und jetzt kommen Sie heute auch wieder mit der pauschalen Geschichte der Frage, wo sind die Stellenzuweisungen aus dem Budget. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir darüber im Ausschuss auch noch mal ein bisschen fachlich orientierter miteinander reden, denn das ist auch sehr pauschal, berücksichtigt im Übrigen nicht das, was in Entwicklung vorher in den Grundschulen schon längst gelaufen ist. Ich glaube, Frau Korte möchte gerne noch. Genau. Vielen Dank, Frau Bär. Herr Präsident, natürlich, dass Sie mich auch animiert haben zu fragen. Frau Bär, gehe ich recht in der Annahme, dass wahrscheinlich auch Sie Zuschriften
von vielen betroffenen Lehrerinnen und Lehrern an Regelschulen bekommen, die mit der Situation, so wie sie sich vor Ort darstellt, wirklich mehr als unglücklich sind. Ich will nicht den Begriff überfordert nehmen, sondern mehr als unglücklich sind. Das ist das eine. Und Sie haben eben gesagt, Inklusion. Ja, warum haben wir denn das Problem in vielen Bereichen? Weil wir aus ideologischen Gründen die Inklusion zu einem Termin eingeführt haben, auf Teufel komm raus, ohne dafür Sorge zu tragen, dass wir die notwendigen Rahmenbedingungen haben. Und wir haben eben die Situation, dass in den Schulen nicht überall fachgerecht Kollegen sind. Das ist keine Kurzintervention. Okay, Sie haben recht. Also, Frage, ist Ihnen das bekannt? Danke. Also mit dem auf Teufel komm raus ist mir das überhaupt nicht bekannt. Ich habe gehört von einer UN-Konvention, zu der das Land auch verpflichtet ist, es umzusetzen. Ich kenne seit 30 Jahren Eltern, die sich verzweifelt bemüht haben, für ihr Kind einen Platz im gemeinsamen Unterricht zu erkämpfen, weil diese Plätze viel zu wenig waren. Seit 30 Jahren. Mit dem ersten Gesetz zur Umsetzung der UN-Konvention ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, in Nordrhein-Westfalen systematisch die Inklusion auch im schulischen Bereich zu entwickeln. Und zu einer Zeit, ich glaube, Frau Kollegin, da waren Sie noch nicht hier im Parlament, 2010, da hat die CDU-Fraktion einem Antrag fraktionsübergreifend zugestimmt, der gesagt hat, die Inklusion ist Aufgabe für alle Schulformen, alle Schulstufen, und zu diesem Auftrag bekennen wir uns. Und das wollen wir auch umsetzen. Und das hat nichts mit übers Knie gebrochen und schon gar nicht auf Teufel komm raus zu tun. Wir sind ja in der Adventszeit. Ich würde die Begrifflichkeit doch wirklich weglassen. So, und jetzt komme ich wieder zu dem Antrag, zu dem ich ja eigentlich reden wollte, Frau Bunse, weil mir der gar nicht so schlecht gefallen hat. Ich sage mal, was nicht geht aus meiner Sicht. In diesem Prozess, den wir sehr bewusst und behutsam angelegt haben und eben nicht übers Knie gebrochen, Frau Korte, der setzt darauf, dass wir jetzt nicht noch Parallelstrukturen entwickeln und die auch noch dazu packen. Aber was in Ihrem Antrag ja richtig ist, die Frage der Kooperation und der Vernetzung zu thematisieren, auch mit der Jugendhilfe. Natürlich, und das kann mit den Förderschulen geschehen, die als Nachfolger der Kompetenzzentren natürlich in diese Aufgabe hineingehen. Das kann an den anderen Lernorten, da wo es die Förderschule nicht mehr gibt, natürlich auch geschehen. Lassen Sie uns über diese Vernetzung und die Kooperation miteinander reden, lassen wir die Pauschalisierung weg und dann sind wir vielleicht schon ein bisschen weiter. Ich möchte auf die Beispiele hinweisen, die es jetzt dazu schon im Land gibt, die Sie ja vielleicht auch schon kennen. Übrigens, Frau Korte, ich kriege nicht nur Briefe, ich gehe sogar in die Schulen und unterhalte mich mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist das Bild schon durchaus etwas differenzierter. Und dann kommt auch diese Pauschalität nicht mehr so, wie Sie das gerade geäußert haben. Und wenn man zum Beispiel in den Kreis Paderborn guckt, kann man ein sehr gutes Beispiel entdecken, das Beratungshaus dort, genauso wie beim RP in Münster, auch das Beratungshaus installiert worden ist, wo Jugendhilfe, wo die Fachberatung zusammenkommt, bei der Frühförderung angesetzt, wo genau diese Schnittstellen dann auch versucht werden zusammenzuführen. Lassen Sie uns doch darüber reden, uns diese Beispiele anschauen und vielleicht ist das ja auch etwas, was Ihren Vorstellungen durchaus schon nahe kommt. Das wäre sehr interessant, eine Fachdebatte dazu zu führen. Dankeschön. Frau Kollegin Bär, vielen Dank. Wenn Sie noch mal mit hier bleiben, Herr Kollege Siebeke hatte sich noch zu einer Frage gemeldet, Herr Kollege, richtig? Herr Kollege Siebeke? Ja. So, ich vermute, dass Frau Bär die noch mitnimmt. Aber gerne doch. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Kollegin, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade den Kreis Paderborn erwähnt und auch die positiven Ergebnisse. Das ist ja auch immer schön, dass man auch positive Sachen nennen kann. Aber Ihnen ist auch bekannt, weil Sie sagen, Sie besuchen ja auch Schulen, dass es Schulen in Paderborn gibt, die zum Teil die Inklusion für sich als Schule ablehnen, weil es vehementen Widerstand gegen das von Ihnen gerade so systematisch vorbereitete System der Inklusion sehen, auch gerade im Kreis Paderborn. Ja. Da antworte ich doch gerne drauf. Es gibt nicht nur Schulen, die das ablehnen, es gibt vor allem eine Schulform in Paderborn, die das ablehnt. Und das ist ja das Interessante, das ist das Gymnasium an der Stelle. Wobei, da gab es jetzt eine interessante Diskussion, auf der Sie leider nicht waren. Die hat die Lebenshilfe organisiert. Da war auch, die Gymnasien waren auch vertreten. Wir haben noch mal deutlich gemacht, also erst einmal sehen wir an dieser Stelle auch die Gymnasien in Paderborn
machen zielgleich Inklusion, das ist der erste Punkt. Und es gibt Schulen, die auch zieldifferent als Gymnasien sich auf den Weg gemacht haben. Da sollten wir mal in den Diskurs auch in Paderborn eintreten. Da bin ich sehr offen dafür, weil diese Schulen auch deutlich machen, wie viel sie dadurch gewinnen, dass sie auch zieldifferent miteinander dann arbeiten und mit den Schülerinnen und Schülern. Denn gerade die Gymnasien bieten ja eine sehr gute Förderumgebung. Und sie möchten Elite ausbilden, das sagte mir noch der Schulleiter aus Schloss Neuhaus, ja. Und ich sage, wir müssen Verantwortungselite ausbilden. Und dazu gehört der Blick auf die gesamte Gesellschaft, die auch im Gymnasium dann stattfinden sollte. Danke. Vielen Dank.